Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn eine Aufsichtsbehörde in Deutschland die Wahl annulliert, und eine bereits amtierende Bürgermeisterin sich erneut dem Wählerwillen stellen muss, dann kann sowas eigentlich nur in Berlin spielen. Hätte man bis vor kurzem zumindest gedacht. Aber jetzt wissen wir, dass man es auch in Fahrenshausen im Landkreis Freising durchaus versteht, eine Wahl komplett zu versemmeln. Weil der Wahlleiter bei der letzten Bürgermeisterwahl dort bei einer Wahlanzeige zugunsten der später siegreichen Kandidatin Susanne Hartmann seine Neutralitätspflicht verletzt hat, musste das Landratsamt als zuständige Kommunalaufsicht jetzt nämlich auf die Wahlwiederholungstaste drücken. Sowas ist natürlich echt hart. Mann, und wenn Sie, liebe Frau Bürgermeisterin, mit jemand über die ganze Sache reden möchten, dann kann ich Ihnen nachher die Handynummer von der Franziska Giffey geben. Und damit weiter nach Freising. So eine Domstadt besteht ja nicht nur aus Domspatzen und längst nicht jeder Freisinger kann in Wahrheit auch frei singen. Aber immerhin leisten sie sich in der Domstadt Freising schon seit über 10 Jahren einen Oberbürgermeister, der dies umso besser kann. Da hat also unser Tobias Aschenbecher, der kommt immer, Eschenbacher, bekanntlich immer wieder unter Beweis gestellt, zuletzt noch vor ein paar Wochen bei der großen Luitpold-Gala. Dort zeigten sich die Gäste besonders berührt, als der Oberbürgermeister das Lied My Way intonierte. Das muss ein echter Gänsehautmoment gewesen sein. Mich wundert das gar nicht, denn Sie alle kennen sicher diesen sehr emotionalen und persönlichen Song, den Tobias Eschenbacher bekanntlich über die Freisinger Westtangente geschrieben hat. Nun, diese Westtangente, nur eines von vielen Freisinger Großprojekten, die mittlerweile fertiggestellt oder zumindest ein beträchtliches Stück vorangebracht werden konnten. Denken Sie nur an die gerade gefeierte Wiedereröffnung des genial rasierten Museums, des generalsanierten Museums auf dem Domberg. Oder an die enormen Fortschritte beim Umbau der Innenstadt und die neuen Steine im Schulpark, die Schulen im Steinpark. Ja, meine Damen und Herren, sogar ins Kino gehen kann man in der Domstadt seit 1,5 Jahren endlich wieder. Ganze 5 Plätze stehen den Freisingern in 566 Sälen zur Verfügung. In den Schlüterhallen, beziehungsweise umgekehrt. Sie wissen ja, was ich meine. Wie man hört, haben die meisten Gäste sich inzwischen abgefunden, dass vor Beginn des Hauptfilms keine Wochenschau mehr gezeigt wird. Weil sie das von ihren letzten Freisinger Kinobesuchen noch kannten. Es könnte alles so schön sein in Freising, wenn da nicht neulich beim großen Kassensturz dieses gigantische Finanzloch entdeckt worden wäre. Denn auch wenn die Moosach nunmehr munter durch die Stadt fließt, strömt das Moos leider munter an ihr vorbei. Auch weil sich die Gewerbesteuereinnahmen durch den Corona-Einbruch halbiert haben. Der Kämmerer kalkuliert deshalb mit einer Neuverschuldung von 60 Millionen Euro und sucht händeringend nach einer Haushaltshilfe. Im Freisinger Stadtrat wurden schon alle erdenklichen Sparmaßnahmen durchdiskutiert. Wie viel Spaß braucht ein Spaßbad? Welche Lasten können die Freisinger Lastenradfahrer noch tragen, wenn wir ihnen die Fördermittel wegnehmen? Wie viel Geld kann man den Saupreisen über die Zweitwohnungssteuer abknöpfen? Und lassen sich die Bauvorhaben wie der Schrägaufzug am Domberg überhaupt noch mit der schrägen Finanzlage in Einklang bringen? Nun, die gute Nachricht ist, dass es zumindest ein Großprojekt gibt, auf das also die Stadt also kein Geld verwenden muss. Das kostet die Stadt nichts, sondern im Gegenteil beträchtliche Einnahmen verspricht. Reden wir also über die geplante Kongress- und Konzerthalle am Flughafen, denn die könnte sich für Freising in dieser schwierigen Zeit als der Rüssel zum Scheichtum, der Schlüssel zum Reichtum erweisen. Wie Sie wissen, hat der Oberbürgermeister die spektakuläre Idee einer solchen Event-Arena für 20.000 Besucher von Anfang an wohlwollend begleitet. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass dieser mit dieser Haltung in der traditionell veränderungsresistenten Domstadt durchaus Erstaunen und teilweise blankes Entsetzen ausgelöst hat. Tatsächlich steht eine solche Arena nun einmal für all das,
was viele Freisinger Bürger vereint ablehnen und aus tiefstem Herzen hassen. Also zum Beispiel Lebensfreude, Spaß und individuelle Freiheit. Das ist abzulehnen. Oberbürgermeister Eschenbecher hat das frühzeitig erkannt, er hat viel zugehört, der Tobias hat überzeugend argumentiert und am Ende die Mehrheit im Freisinger Stadtrat für den Projektstart zusammengebracht. Dabei hat er immer wieder den Mehrwert für die Freisinger Bevölkerung und die Aussicht auf zusätzliche Gewerbesteuern herausgestellt. In Wahrheit sieht der Oberbürgermeister jedoch sehr viel größere Ertragschancen in der Konzertarena, über die er aber bisher öffentlich noch kein einziges Wort verloren hat. Darüber mache ich das jetzt für ihn und spanne damit zugleich den Bogen zu dem bereits erwähnten Auftritt auf der Luitpold-Gala. Das ganz große Geld für das Stadtsäckel soll nämlich durch die Live-Konzerte hereinkommen, die Tobias Sinatra, Frankie Eschenbacher selber höchstpersönlich nach der Eröffnung der Arena vor 20.000 begeisterten Besuchern geben wird. Und zwar mindestens einmal pro Woche. Das musst du dann nur 3 Jahre lang durchziehen und von jedem Ticket 10 Euro für die Stadtkasse abzweigen. Und schon hat Freising seine 60 Millionen wieder heraus. Ich habe das ausgerechnet. Auch wenn sie bis dahin noch ein paar Jahre dauern wird, dürfen wir uns also auf den Start der neuen Eventhalle freuen. Wenn allerdings der Geschäftsführer der Investorengruppe, wie kürzlich geschehen, in einem Interview darüber spekuliert, dass bei der Eröffnung der neuen Arena Coldplay oder die Rolling Stones auftreten könnten, dann muss ihm eines klar sein. Natürlich kämen diese großartigen Bands in Frage und zwar auch gerne beide zusammen. Allerdings im Vorprogramm, denn der Haupteck kann selbstverständlich nur der singende Eschenbacher sein. Aschenbecherin sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt in ganz Deutschland keine Region, in der die Bevölkerung so dermaßen gesund ist wie im Raum Tübingen und im Landkreis Freising. In diesen beiden Vorzeigeregionen haben die Menschen nämlich lediglich 70% der durchschnittlichen Krankheitslast zu ertragen, die man im übrigen Teil des Landes zu schultern hat. Das müssen Sie sich mal vorstellen. So hat es nach eingehender Untersuchung die Krankenkasse Barmer kürzlich in ihrem neuesten Morbiditäts- und Sozialatlas festgestellt. Das ist natürlich ein Spitzenergebnis, über das sich insbesondere die im Landkreis Freising lebenden Menschen freuen können, zumal diese anders als die Tübinger ihre Gesundheit genießen dürfen, ohne täglich der schwäbischen Mundart ausgesetzt zu sein. Dieser Landkreis Freising könnte die guten Nachrichten der Barmer darüber hinaus womöglich auch finanziell für sich nutzen, wenn die Luft dort nämlich ganz offensichtlich so gesund ist. Und an dieser Stelle bitte ich Mitglieder und Freunde des Freisinger Bürgervereins ganz tapfer zu sein. Also wenn die Luft, ich sag's nochmal, im Freisinger Raum so extrem gut ist, dann wäre dort jetzt doch eigentlich die Erhebung einer landkreisweiten Kurtaxe fällig. Mit einer solchen Finanzspritze könnte man dann vielleicht sogar noch auf Erhöhung der Kreisumlage verzichten, die ja für einigen Unmut gesorgt hat. Hier stand wieder mal die Kommunikationspolitik des Landkreises im Feuer und nicht zum ersten Mal musste sich Landrat Helmut Petz den Vorwurf gefallen lassen, dass er sein Handeln zu spät und zu wenig erklärt. Aus Sicht seiner Kritiker agiert der ehemalige Richter am Bundesverwaltungsgericht an seiner Freisinger Wirkungsstätte also wie eine Art Olaf Scholz vom Landratsamt. Mit dem Unterschied vielleicht, dass das Original aus dem Kanzleramt dann zuweilen die Öffentlichkeit auch wieder Pluspunkte also einheimst, indem er etwa den US-Präsidenten dazu überredet, in einer wichtigen Frage auf den deutschen Kurs einzuschwenken. In der Hinsicht hat also der Freisinger Landrat nach meiner Kenntnis bisher noch nichts vorzuweisen. Aber vielleicht wissen Sie, liebe Frau Meinelt, ja als seine Stellvertreterin da mehr. Ein besonders brisantes Thema, das den gesamten Landkreis Freising derzeit heftig umtreibt, ist natürlich die Energiewende. Welche Flächen potenziell für Windkraftanlagen und Photovoltaik in Frage kommen, das sollte die vom Landrat Petz vergangenen Sommer vorgestellte Pfiffig-Studie zeigen. Dazu gab es schöne, bunte Karten, in denen die in Frage kommenden Flächenpotenziale je nach Einigung in Rot, Grün oder Gelb dargestellt wurden. Nicht wahr?
Das kam aber nicht überall gut an. Nein, der eine oder andere Kommunalpolitiker meint im Gegenteil sogar, dass Meister Petz den Gemeinden damit einen Bärendienst erwiesen habe. Im Hallbergmoos fand man die Pfiffig-Studie ausgesprochen dünnpfiffig. Besonders im Hinblick auf die Bewertung jener Flächen, die man hier gerne für die Photovoltaik nutzen möchte. Die wurden nämlich als ungeeignet eingestuft und entsprechend eingefärbt. Insofern war es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass der Hallbergmooser Rathauschef Josef Niederbayer nach Durchsicht der Unterlagen nur noch rot sah. Es gab also einen riesen Zoff, der über viele Wochen die Gemüter erhitzte, aber zum Glück konnte dieser Streit inzwischen auf höchster Ebene beigelegt werden. Landrat und Bürgermeister ziehen mittlerweile also an einem Strang, wodurch die Chancen für eine sonnige Zukunft bei der Hallbergmooser Energieversorgung nun wieder deutlich gestiegen sind. Das ist auch gut so, denn da Sie, lieber Niedermeyer, in Ihrer Gemeinde gerade Europas größte Saufgelage vorantreiben, Europas größte Surfanlage, ist der Bedarf für erneuerbare Energie bei Ihnen natürlich besonders groß. Als Bürgermeister von Hawaii-Moos sollten Sie schließlich nicht nur an die rund 11.000 Einwohner möglichst klimaschonend versorgen, sondern eben auch, meine Damen und Freunde, den Begeisterungswellen in der sogenannten Surftown nachhaltig antreiben. Und dazu müssten natürlich alle erneuerbaren Energiequellen genutzt werden. Beim Thema Windkraft hat der Gemeinderat Ende Januar noch schnell die Weichen für einen potenziellen Standort im Hallbergmooser Süden gestellt. Wegen der Flughafennähe dürfte es aber sehr schwierig werden, eine wehende Stelle für die stehende Welle zu finden. Umso wichtiger ist also die Sonnenenergie, die in Hallbergmoos künftig durch gleich zwei große Freiflächen-Photovoltaik-Projekte generiert werden soll. Sollten beide Vorhaben vom Kreistag durchgewunken und von den Betreibern realisiert werden, könnte Hallbergmoos seinen Anspruch, immer eine Wellenlänge voraus zu sein, tatsächlich schon bald gerecht werden.